Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Ja, wir sind hier bei einer neuen Aufnahme. Ich muss zugeben, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war. Ich bin anscheinend richtig. Warte, was, Tenbaum hat gebeten? Die Leiche des Big Daddies in der Nähe der Tür. Ah, okay, wir müssen die Leichen der Big Daddies durchsuchen. Die Frage ist nur, wo kamen wir her und was haben wir getan? Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sister drauflocken kannst. Oh, okay. Gut zu wissen. Ich wollte... Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Das ist ein bisschen gemein, also ekelhaft würde ich jetzt nicht behaupten. Eine Dusche könnte er vertragen, aber... ja. Ich muss also mehr Teile finden. Nicht auf die Lügen von Atlas und okay, das hier sieht, da kommt die Tauchkugel her. Also können wir hier... Ist das nicht eine Waffe? Tatsächlich. Okay, wir können uns noch was gönnen. Schadensteigerung, Reichweite. Komm, Schaden für die Armbrust. Oh, das sieht gut aus. Gefällt mir. Okay, jetzt. Hier kommen wir nicht durch. Das, da brauchen wir die Little Sister dazu. Die Frage ist nur, wo ist der nächste Big Daddy? Oh. Oh. Stimmt, ich habe das Perk nicht mehr drin, was mir längere Zeit bei den Alarmen gibt. Au, 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 lass mich in Ruhe. Schon gut, lass mich in Ruhe. Oh nein. Erstmal hacken. Oh nein, ich habe noch einen Autohacker, den möchte ich gerne behalten. Wagen wir den Schritt. Gut, ich kann nur oben durch und muss aber hier rechts. Das heißt, ich muss den hier. Und dann den. Sehr gut. Eins nach rechts, eins nach... Gott sei Dank. Zwei nach links, ich glaube, ich habe zu wenig dafür, ne? Das heißt, ich muss hier, hier und den hier. Oh, Gott sei Dank. Erstmal hack ich. Und Alter. Ich hack jetzt einfach noch einen in der Hoffnung, dass es klappt, ohne dass ich sterbe. So, mal kurz alles durchschütteln. So weit, so gut. Ich brauche noch ein paar nach unten, dann habe ich's. Genau eins. Sehr gut. War eigentlich unnötig. Alter, das ist schon nicht meinen eigenen... Alter! Alter, die zerstört. Pure Zerstörungswut, die hier herrscht. Okay. Gute Arbeit. Wir haben überlebt. Und ich sehe schon den nächsten Big Daddy liegend. Und wen haben wir denn dort? Mach mal ein Foto. Einfach nur, um zu... Draußen... Fährt gerade ein Laster vorbei. Also vielleicht hört man es in der Aufnahme. Ich hoffe nicht.
Hä? Habe ich nichts bekommen? War doch auf Max? Ja, dann halt nicht. So, das wollte ich tun. Schon okay. Alter, One Hit. Die Schuhe. Was ist los? Warum sind die Stiefel hier? Sie sollten bei Failsafe Armored Escort sein. Ach, egal. Nimm sie. Nimm sie. Ich hab sie schon. Danke. Was ist das denn? Neues Tonikum. Aha. Massiv erhöht das, hier ist auf Englisch, dort auf Deutsch. Naja, egal. Alter. Wir haben die Schuhe wirklich an. Zerstör dich nicht selbst, ne? Ist ja gut. Nicht. Ich glaube, er kann sich nicht selbst zerstören. Bin ich auch froh drum. Okay, Brandbolzen ist voll. Zwei Medikits, sehr gut. Können wir sogar eins benutzen. Und dann gehen wir weiter. Oh, Leck. Wo willst du hin? Zurück zu deinem Leben? Zu deiner Familie? Das sind alles nur Märchen, Kleiner. Sie sind genauso real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Armer Teufel. Eine Laune der Wissenschaft. Ein Kind ohne Mutter. Das Ergebnis eines unausgereiften Experiments. Ja, du, dir wird das Lachen noch vergehen, Fontaine. Wir müssen in diese Richtung. Oh nein. Nicht so einer. Ich glaube, Winter ist wahrscheinlich noch die beste Lösung, aber während der... Na okay, die werden einfach radikal bombardiert. Vielleicht können wir ihn einfach in die Hölle schicken. Oh nein. Das scheint geklappt zu haben. Genau das wollte ich haben. Danke, Geschütz. Ich brauche dich jetzt aber. Okay. Alter, Hecken. Wir kommen oben durch, aber sehr knapp. Bin aber trotzdem froh, dass es überhaupt geht. Bitte, es geht hier. Oh, Gott sei Dank. So, ich brauche noch genau einen nach links. Läuft. So, wieder... ein radikales Geschütz aufgebaut. Und wir gönnen uns jetzt noch, wir haben genau 80. Wir können uns eigentlich, einen Slot leisten. Oder ein Eve oder Gesundheitsupgrade. Beides nicht schlecht, aber ich glaube, ich hole mir den Slot. Weil dann haben wir wirklich alles voll. Und wir hauen doch den Shorten Alarms rein. Wir haben doch den 2 davon, genau. Okay. Sehr gut. Ist ja nicht das hier? Doch, da haben wir noch ein... nochmal das gleiche. Moment. Das ist ziemlich viel hier. Ich check erst die anderen Räume. Oh nein. Aber man kann sich das nicht einfach draufklatschen.
schon die Aftershave. Man benötigt 3 Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die 3 Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Okay, es war gerade nicht sehr verständlich. Was ich rausgehört habe, ist, ich muss mir die Pheromone von den Big Daddies zusammenmischen, damit ich auch gleich rieche. Ich könnte auch einfach 2 Wochen nicht duschen, dann wird's auch klappen, aber das Spiel meinte, ich weiß nicht mal, wie lange wir eigentlich schon hier sind. Denke, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Oh nein, das klappt nicht. Das ist schlecht. Ich muss jetzt hier wieder runter. Und habe ich da überhaupt noch... Ich kann hier runter. Ich kann den hier benutzen. So, und jetzt den hier. Gott sei Dank. Okay. Ach da. Aktualisiert finde 3 Big Daddy. Ja, jetzt kommt der Text, weil wir halt mit einem... Oh nein, ich höre... Wir müssen wieder 3 Big Daddies töten. Ich will aber nicht. Eigentlich. Vor allem habe ich doch... Nee, das ist schon richtig hier. Hier geht's ja nicht weiter, ich muss hier rein. Wo genau... Das werden wir noch sehen, mein Freund. Wir haben die erste Probe Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Erstmal stinken und dann Pep-Riegel reinziehen. Ist wie zu Hause. Kuchen auf dem Boden. Verdächtig. Ich habe doch geahnt, dass da was ist. Ja, ist ja gut. Alter, was hatte der für eine Hackfresse? Also, ich habe schon schönere gesehen. Das ist schon fast ein Foto wert. Bin zu weit weg? Jetzt. Ja, ist jetzt nicht viel. Mädchen. Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Was ist, wenn die einfach älter werden oder werden die einfach nicht älter? Wenn die Kinder nicht altern, wäre ja kein Problem. Aber wenn man die einfach von Grund auf hochzüchten, jetzt in Anführungszeichen würde, hätte man auch unverwundbare Erwachsene. Das war schon fast Aimbot. Ich will nicht. Ich muss nachschauen, was ich habe, um gegen den Big Daddy. Ich habe 0 ionisches Gel. Ich kann mit Stickstoff ein bisschen. Aber das hat bis jetzt nie gut geklappt. Granaten, ja, ionischen Schrot habe ich ja ein bisschen, aber... Das reicht vielleicht für ein Big Daddy höchstens. MG, habe ich da nicht irgendwie Panzer? Ich habe panzerbrechende MG-Patronen. Die müssten gut Schaden geben eigentlich. Ich könnte es riskieren. Hier kann ich notfalls auch noch switchen.
Nahkampf ist nicht so eine gute Idee.